Ja, wie man hier sehen kann, hat er eine extrem dicke, feste Stoßstange, nix Alu, sondern Stahl. Ja, in Deutschland ist sowas verpönt, aber hier ist das echt sinnvoll, weil ich kann euch aus Erfahrung sagen, wenn man das Teil nicht dran hat und fährt durchs Outback und hat einen Känguru, leider umgefahren, ist ein normales Fahrzeug total schaden. Bei dem sieht man nichts, außer ein paar Blutspritzer vielleicht. Naja, okay, nicht schön, aber sowas passiert. So, dieses Modell, das ist ein Land Cruiser V8 mit Turbolader, der hat also richtig Schmackes und das braucht man auch im Outback. Wichtig bei diesen Fahrzeugen ist halt der Ölwechsel. Toyota schreibt vor, alle 10.000 Kilometer Filter und Öl zu wechseln. Ich persönlich halte es für Käse, aber kann jeder halten, wie er will. Also meiner Meinung nach reicht alle 30.000 mit dem Vollsynthetiköl und klar Filter wechseln, aber sonst, wie gesagt, regelmäßig nachgucken muss man eh. Spätestens alle 1000 Kilometer mal. Ja, ansonsten, wie gesagt, Luftfilter sollten wir öfters mal gucken, dass da keine großen Schmutzpartikel drin sein, weil sonst kann das schon mal an der Leistung nagen. Das andere ist halt dieses Dual Battery System, also zwei Batterien. Ist sehr, sehr sinnvoll. Vor allem, weil dieses Fahrzeug hat einen eingebauten Kühlschrank, einen Engel-Kühlschrank. Das sind mitunter die besten, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Und damit der auch schön läuft, wenn der Motor aus ist und die Starterbatterie nicht leer ist, hat er ein sogenanntes Dual Battery System drin. Das hat den Vorteil, dass die Batterie während Fahren immer geladen wird. Und der Kühlschrank braucht natürlich bei Hitze extrem viel Strom, damit die Starterbatterie davon nicht betroffen ist, also die sprich nicht leer ist, hat man da eine zweite Batterie drin. Der hat einen Regulator drin, der guckt also ständig, behält die Starterbatterie im Auge, dass die Batterie nie unter 12,9 Volt sinkt, so dass man das Fahrzeug immer ankriegt. Ist die Secondary-Batterie leer, kann es natürlich sein, dass der Kühlschrank irgendwann nicht geht. Bei extremer Hitze kann das schon mal sein, dass nach 6 oder 8 Stunden der Kühlschrank dann aussetzt. Ja, also ja, viel zu beachten gibt es hier nicht. Wie gesagt, regelmäßiger Ölwechsel ist klar. Und selbst nach dem Öl gucken ist auch wichtig. Hier haben wir den Ausgleichswasserbehälter, sollten wir auch ab und zu mal reingucken. Und das ist ganz wichtig für Australien hier. Das ist der sogenannte Wischwaschbehälter. Ein kleiner Tipp von mir, ich mache da immer ein bisschen Spülmittel rein. Das hat den Sinn, dass die Fliegen sich einfach von der Frontscheibe besser lösen. Ja, muss man nicht machen, aber ich mache das so. Okay. So. Das war es zu weit zum Motor. Sonst, wie gesagt, der hat noch ein Orwing, wie nennen wir das in Deutsch? Sonnendach. Ja. Und was hier wirklich cool ist bei diesem Modell, ist der eingebaute Grill und Spüle. Man kann das also rausziehen. Dann hat man hier einmal den Grill mit zwei Flammen und hier ist das Waschbecken drin. Das wird über eine separate Pumpe angeschlossen. Der Anschluss dafür ist vorne an der Beifahrerseite. So, und hier ist der Tank für das Wasser, also für das Brauchwasser, für Spüle oder sich die Hände zu waschen oder was auch immer, gehen 40 Liter rein. Ja, und Workmate ist dieses Fahrzeug wirklich. Also es gibt kein besseres Fahrzeug als ein Land Cruiser, gerade für im Outback. Ja, ich habe zum Glück hier ein Ersatzrad und zwei Sandbretter. Im Prinzip, wenn man im Sand stecken bleibt, hat man zumindest einen Untergrund, den man schnell drunter schieben kann. Die Dinger haben den Vorteil, die wiegen nichts. Es ist halt Kunststoff, aber die sind super. Kann ich nur jedem empfehlen. Wichtig ist der Reifendruck. Bei dem Modell sind es vorgeschrieben für die Reifen 4 Bar.
Den sollte man prüfen. Wie gesagt, fährt man auf Sand oder so, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man den Druck reduziert. Ich reduziere den dann halt meistens auf 2,8 oder 2,5 Bar. Ein Kompressor hat der drin, ist wichtig, sollte man immer dabei haben, dass der auch funktioniert. Ja, hier, da ist die Gasflasche drin. Das, wichtig, ist der Secondary Tank, ja, also der Subtank, wie das Toyota nennt. Und das ist der Primary Tank, also der Standard Tank. Jeweils 2x90 Liter. Man sollte dann allerdings nicht dran denken, okay, ich habe 180 Liter Diesel hier drin und ich kann unendlich weit fahren. Also die Land Cruiser, gerade der V8, das ist zwar wirklich ein Workmate, ein Arbeitstier, aber er braucht halt extrem viel Sprit. Also in der Regel, ohne Klima, ohne Licht, normale Fahrweise 100 Stundenkilometer, brauche ich schon mal zwischen, 13 und 15 Liter. Fährt man allerdings mit Allradmodus dann, und Klima an, Licht an, dann braucht er auch mal locker 20 Liter. Das heißt, mit einem Tank, wenn man Glück hat, kommt man dann 500 Kilometer weit, also maximal 1000 mit beiden Tanks. Das sollte man nicht vergessen, wenn man noch nie in Australien war und davon keinen Plan hat, ist das nämlich sehr, sehr hilfreich. Ja, und der hat, wie gesagt, auch einen Schnorchel. Damit kann man schön auch mal durchs Wasser fahren, sollte man allerdings nicht durchs Salzwasser fahren, weil dann ist die Karre irgendwann Schrott. So, so sieht es vorne aus. Gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Das ist der Zuschalter für den Subtank. Also wenn der erste leer ist, muss man den selber umschalten. Man sollte schon drauf aufpassen, dass der erste Tank nicht komplett leer ist, weil wenn Luft drin ist, macht das keinen Spaß. Ja, die Klimaanlage übrigens, für die, die es gesucht haben, die geht hier an aus. Ja? Ich habe der letzte eine Anfrage gehabt, der hat keine Klimaanlage. Da sage ich, der muss an dem kleinen Schiebregler. Ja, das ist ganz wichtig. Und vor allem, wichtig ist, fährt man dann wirklich im Outback auf Gravel Road, im Sand oder was auch immer, auf Umluftstellen, also den Schieberegler hier ganz nach rechts. Sonst hat man hier drinnen eine riesen Sauerei voll Sand. So, was gibt's noch? Ja, vielleicht mal ein bisschen mit den Hebel. Standardmäßig hat der Land Cruiser von der Einstellung her hat er Heckantrieb. Da ist man jetzt im Gelände drin. Dann sollte man natürlich das umstellen. Und zwar kann man hier sieht man, im Moment ist es free. Das heißt, die Vorderräder sind nicht mit angetrieben, sondern nur die Hinterräder. Jetzt kann man dieses umschalten. Also wenn man jetzt wirklich Allrad braucht, dann dreht man auf beiden Seiten auf Lock. Ja, das sieht man hier. So, das noch auf der anderen Seite, klar. Dann hat man allerdings, muss man noch ein paar Sachen beachten. Standardmäßig fährt er dann, also hier ist die Umschaltung. Ja, also wir haben hier einmal, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, H2, H4, den Neutral und ganz unten den Low 4. Im H2, das heißt, ist der zweite Gang, den kann man fahren so, 40 maximal. Und den H4, den kann man fahren bis maximal 80. Also man sollte da nicht wirklich mit 100 oder 100 auch noch schneller fahren, weil da macht man das Differential kaputt. Ja. Dann haben wir 100 den Neutral, also den Neutral. Das heißt, man kann das dann auch im normalen Modus laufen lassen, sollten wir aber auch nicht schneller wie 80 fahren. Und Low 4, also L4 hier unten, sieht man es, das ist wirklich für extremes Gelände. Ja, also da ist wirklich dann so bis 10 Stundenkilometer. Das merkt man auch, also da hat das Pferd hier richtig Power. Ja, und dann ansonsten auf Landstraße und auch auf normaler Gravel Road braucht man keinen Allradantrieb. Das kostet nur einen Haufen Geld an Sprit und
Naja, man wird dadurch nur ärmer. So, stellt man das wieder zurück auf Normalbetrieb. Wenn man das wieder zurückschaltet, darauf achten, dass man vorne dann von den Lokmotor, also an den Rädern, das auch wieder auf Free dreht. Ja.